Wie hat es mich nach Japan verschlagen? Und zwar... Und zwar bin ich aus Norddeutschland, ne, also Süddänemark, nach Freiburg gezogen und habe da 4 Jahre lang gelebt. Habe mein Zivi auch da unten gemacht. Und habe da bei Freiburg gelebt. Das sagt einigen von euch bestimmt was. Boah, ich kann es nicht glauben, wie das hier im Regnen ist. Mein Visier ist super verschlagen, ich kann gar nichts sehen. Mit 23 nach 4 Jahren mich nach Australien verkrümelt. Das war relativ geil. Ich habe Koch gelernt und deswegen ging es nach Süddeutschland. Und nach der Kochlernerei habe ich dann gemeint, Mensch, du musst mal irgendwo anders hingehen und mal irgendwo sehen, wo du was anderes zu sehen kriegst. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ins Ausland zu gehen. Allerdings wollte ich irgendein englischsprachiges Ausland haben und England und Irland war mir irgendwie zu kalt. Ich hätte auch noch Italien können. Mutti hat da Freunde. Das wäre noch was geworden. Allerdings habe ich gemeint, nee, das wird ja bestimmt nichts mit dem Italienisch sprechen. Deswegen hat es mich nach... Deswegen hat es mich nach Australien verschlagen. Ne? Mutti denn so, jo, Working Holiday, kannst du ein Jahr bleiben? Und dann habe ich mich halt nach Working Holiday Land verkrümelt. Und in Australien hat man dann Madame getroffen und dann ging das los. Ne? Bei uns war das so, dass ich ein halbes Jahr früher nach Australien gezogen bin. Ich bin da im Mai aufgetaucht in Sydney, denn von Sydney nach Brisbane, von Brisbane nach Townsville, nach Cairns, mit dem Tauchen angefangen und so weiter und so fort. Das war eigentlich relativ aufregend. Am Ende bin ich in Perth gelandet. Nach knapp 5 Monaten im November 2000 irgendwas bin ich in Perth gelandet und Madame ist im Dezember in Perth angekommen. Und mir, boah ey, hier ist Land unter. Land unter! Und da haben wir uns dann kennengelernt und dann ging das vom Dezember bummelig bis... Oh, jetzt fängt das auch noch an zu schneien. Nein, Quatsch, aber das ist Schnee. Und ich kann überhaupt nichts sehen. Und Nebel haben wir auch. Oh, ey, heute kriegt ihr echt alles, ne? Also, heute habt ihr echt alles. Total verplant und verpeilt. Ich habe in so einem Hostel gearbeitet, ne? Und in so einem Hostel, da wollten sie so einen Nachtmanager haben. Und Nachtmanager heißt, dass einer von den Hostelleuten quasi im Hotel oder im Hostel ist und dann im Hostel jeden Abend die Schotten zumacht. Und dann guckt, dass sich da irgendwie keiner irgendwie umbringt oder sie auf die Teppiche kotzen. Und deswegen habe ich dann da quasi freie Miete bekommen. Und mit freier Miete gab es dann auch noch ordentlich Kohle dabei. Und man hat quasi 7 Tage gearbeitet, aber durch die Woche nur die letzten 2 Stunden von 6 bis 8. Und ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Und wenn ich das Visier aufmache, dann tut der Regen im Gesicht weh. Oh Mann. Und Nebel und Schnee. Und guck mal, wie spät es ist. Und 4 Grad. Boah, nee, wisst ihr was, ey? Das ist ja wohl voll bekloppt hier. Also die Straße ist richtig cool. Allerdings, ich kann nichts sehen. Und keine Sau hat Licht an. Also wir haben uns da kennengelernt, ne? Und dann am Ende Mai ging das für mich eigentlich nach Hause. Was relativ traurig war, da wir eigentlich noch nicht in Anführungsstrichen aufhören wollten, ne? Und deswegen... ey. Ich kann die Straße nicht sehen. Visier runter, sehe ich nichts. Visier hoch, Regen im Auge. Und schimpfen tut er wieder. Warum schimpft er denn so viel? Na, jetzt fahre ich hier mit 50. Geil. Ja,
Also ich musste nach Hause, ne? Ich musste dann im Mai, wo mein Jahr rum war, musste ich nach Hause und Madame dann halt, sie hat quasi erst ein halbes Jahr rum gehabt. Sie hat ja noch ein halbes Jahr mehr Visum gehabt. Deswegen haben wir uns entschieden, du hör mal zu, ich gehe nach Hause und arbeite da wieder in Deutschland fleißig eine Saison, ne? Als in der Küche. Yay. Und du bleibst, wo du bist. Ich komme wieder zurück. Und dann sehen wir weiter, ne? Da wollte ich halt als Touri zurück und, keine Ahnung, meinen Tauchschein fertig machen und so weiter und so fort. Aber das ging ja auch wieder alles in die Hose. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, zurückzufahren. Ich mache hier das Visier fünfmal hoch runter. Ich kann nichts sehen! Ah, oh, der nächste Parkplatz drehe ich um, das wird so blöd. Ich kann überhaupt nichts sehen. Och Mann, oh, ey, da freut man sich immer und dann geht das wieder in die Hose. Toll, 4 Grad. Also wir haben uns dann entschlossen, nicht irgendwie aufzugeben. Ich bin nach Hause gegangen und habe dann da in Anführungsstrichen vom Mai bis Oktober gearbeitet und im Oktober ging es zurück nach Australien und Madame ist dann in Australien geblieben und ist dann hoch von Perth nach Broome und Darwin und so weiter. Und wo sie dann in Darwin war, oder Broome, zwischen Broome und Darwin irgendwo, da, wir haben ja immer telefoniert, ne? Einmal die Woche angerufen, einmal die Woche telefoniert, einmal die Woche geschnackt, oh, du bist so weit weg, ja, am Arsch der Welt bist du, am anderen Ende der Welt bist du. Ne, aber wenn man nicht aufgeben will, dann geht das auch, ne? Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Fernbeziehung ist zwar ewig scheiße, ungefähr so scheiße wie das Wetter hier heute, aber wenigstens ist der Nebel weg. Aber wir sind halt am Ball geblieben, sag ich mal. Ne? Oh, guck mal, das ist der Bus. Hallo! Arschgesicht. Und da war das dann halt so, dass wir irgendwann gesagt haben, du sag mal. Nee, actually, eigentlich hat sie gesagt, sie hat keinen Bock. Und in Australien rumzuhocken und ich sitze irgendwo in Deutschland rum und hat sie gefragt, ob sie vorbeikommen kann. Ne? Kann ich nach Deutschland kommen, hat sie gesagt. Und da habe ich dann, ich bin ja bei Mutti wieder eingezogen, ne? Bin bei Mutti wieder eingezogen, damit man Miete spart, weil ich 7 Tage die Woche gearbeitet habe. Ich habe dem Chef da gesagt, hör mal zu, ich habe bloß 6 Monate. Und normalerweise haben sie 7 Tage die Woche auf durch die Saison, um halt Kohle zu machen. In der Küche. Und da hat er gesagt, wenn du 7 Tage die Woche arbeiten willst, du bist zwar schön müde und im Arsch, aber du wohnst relativ dicht dran. So mit Teilzeit, nachmittags nach Hause pennen, abends pennen, halt so viel Kohle machen wie möglich. Und dann halt sparen. Ne? Also er hat das schon eingesehen. Aber ich denke mal im Juni oder Juli oder so ist sie dann von, ich glaube, von Darwin nach Brisbane, nach, von Brisbane nach Sydney, von Sydney nach Nalita, von Nalita nach Heathrow und von Heathrow nach Hamburg geflogen. Also die beschissenste Verbindung, die ihr euch vorstellen könnt. Und ich meine auch, da wieder so eine 180-Grad-Kurve und ich kann nichts sehen. Oh Mann. Und es war auch so, dass Madame, weiß ich, 30, 36, 35 Stunden unterwegs war. Kam sie natürlich an in Hamburg, total fertig. Und ihr Gepäck war weg. Und dann ja, ist sie knapp 6 bis 8 Wochen bei uns zu Hause geblieben. Mutti sagt, alles klar. Ich habe dann immer schön weitergearbeitet in der 7-Tage-Woche. Kotz, das war echt von Arsch. Aber ich habe da ja nun zugesagt und wollte das Geld und das ging nun mal nicht anders, ne? Und Mutti und Vati dann halt mit der japanischen Freundin da mit Anführungsstrichen geschnackt und den Tag verbracht. Das war schon relativ witzig, sag ich mal.
dann am Ende, ne, das Ende vom Lied, sag ich mal, wir haben uns entschieden, dass ich von Deutschland aus, sind wir beide zurück nach Australien. Und in Australien war das denn so, dass ich als Touri meinen alten Job in dem Hostel wieder gekriegt habe. Und ihr Visum ging ja noch bis November oder Dezember oder so, irgendwie so in der Mitte. Und dann ist sie, oder sind wir beide zurück und haben dann in dem Hostel da gehockt. Und ich habe meinen Job wieder gekriegt. Und ich meine, Anfang Dezember ist sie dann zurück nach Hause und hat dann eine Wohnung für uns gesucht. Und ich bin im Januar, weil ich nämlich noch meinen Job wieder gekriegt habe in dem australischen Hostel und halt Januar australischer Sommer ist, habe ich gesagt, nö, also wir machen jetzt erstmal wieder 6 Wochen Pause. Danke fürs nach Deutschland kommen, aber ich will noch ein bisschen Geld verdienen. Und dann halt in Australien gearbeitet und Madame hat die Wohnung gesucht und ihren Job halt wieder und musste dann ja auch nach einem Jahr endlich mal wieder nach Hause und alles wieder kennenlernen und Mutti Hallo sagen. Mutti war halt relativ angepisst, ne? Also ich sag mal, ihre Eltern, so alt, traditionell, japanisch, die waren relativ stark angepisst, ne? Wie, du bist nach Australien und hast dir einen deutschen Freund gesucht und nimmst den mit nach Hause? Das war schon geil. Ihre Mutter hat gesagt, zusammen wohnen, ohne heiraten, das gibt's nicht. Und da hat sie gesagt, Mutti, hör mal zu, ich habe hier meinen Koffer, der ist noch halb gepackt. Ich bin 2 Monate in Deutschland alleine gewesen und 10 Monate in Australien alleine gewesen. Das ist mir eigentlich relativ scheißegal, was du sagst, Mutti. Und hat sie ihre Sachen gepackt und ist ausgezogen, ne? Mutti erstmal wieder stinkensauer. Ein Jahr lang in Japan halt verbracht, Working Holiday Visa, die ersten paar Monate schön gefaulenzt und erstmal in den Culture-Shock gewöhnt. Das war nämlich ewig krass bekloppt. Und ja, ne, den zweiten Teil der Story.